Schon wieder ein YouTuber, der in die Psychiatrie rein muss, diesbezüglich, weil der Harald Frenkel ja auch in einer drin ist. Ist er? Ja. Wer denn? Auch was mit der Psyche. Hm. Es ist halt so, dass ich dann halt sage, man muss den Hintergrund wissen. Wer den Hintergrund wissen will, kann sich gerne mal ein Real-Life-Video ansehen. Warum ist Mega The Gaming so, wie er ist? Real-Life-Story. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Funktionär. Ja. Also ausgesprochen ist es Psychosomatik und Psychotherapie. Aber es gibt halt, glaube ich, dann nochmal so eine andere Begriffsweise. Ja, ich komme jetzt aber auch nicht drauf, wirklich. Wie schnell fahrt ihr bitte? 110? Ich fahre 90. 60, 90 und der andere Fußnagel auch, oder wie? Kollege, schneidest du mich noch einmal irgendwo hier, ja? Ich schwör's dir, ich nehme das Ganze auf. Wie gesagt, der andere wird sich sicherlich auch freuen. Jetzt kommt der Moment, wo der Daniel anfängt, mit Pflaster um sich zu werfen. Unser Patrick, wie ihr hört, wird von fremden Leuten geschnitten. Das geht nun gar nicht, das finde ich nicht schön. Damit seht ihr gleich, wie der Patrick einen Verbandskasten an den Kopf geworfen bekommt. Schon mal vor. Ich würde auf über Boxen hören, mein Vater hört das, macht die Tür, wirft meinen Verbandskasten gegen den Kopf, mitten in der Aufnahme. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Das findet ihr dann nun sehr lustig und amüsant. Oh Mann, ja, uns sind die Gesprächsthemen ausgegangen. Niemals. Was ist da passiert? Ist aber ein Wichsen abgerutscht oder was? Wer, wie, was, wo? Wer kennt das? Du. Okay. Jo, für euch da draußen. Was würdet ihr denn neben Patty und dem Patrick empfehlen? Was sollen sie denn nach dem Kauf des Omni 2 mir als erstes beibringen? Schreibt doch einfach in den Kommentaren und der Patrick wird mir das dann mitteilen. Beziehungsweise ich kann euch in einem seiner nächsten Videos sicherlich dann sagen, ob und wie eure Vorschläge umgesetzt wurden. Alter, der Stinkemestern. Patrick 97? Hä? 97? Ich muss erstmal auf der Autobahn kommen, ihr seid schon voll weg, Alter. Okay, hier kommt ein Parkplatz. Ich brauch mal ein Bild. Okay, hier kommt kein Parkplatz, der ist auf der anderen Seite. Michele, bremst noch mal bitte ein bisschen. No. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich halt für die Leute, die die Videos sich angucken und das letzte oder beziehungsweise eins der letzten Real-Life-Videos geliked haben. Leute, ihr seid einfach gut, ihr könnt wieder Gas geben, ihr seid der Hammer. Ich glaube, das ist eins des ersten Videos, was die 50 Likes geknackt hat. Nur, es ist wirklich so halt, wie gesagt, ich muss in die, es ist keine Psychiatrie. Es ist halt ein riesengroßes Krankenhaus bei uns, wo auch der Helikopter ganz normal landen tut. Also so gesehen ganz normales Krankenhaus. Da ich gesagt habe, ich möchte nicht in irgendwas, auf gut Deutsch gesagt, eingesperrt sein, wo ich mich nicht wohlfühle. Dadurch, dass ich in letzter Zeit oder schon oft, sage ich jetzt mal, im Krankenhaus lag, kenne ich die Bedingungen im Krankenhaus. Habe ich gesagt gehabt, okay. Es ist die Sache, ich habe in meinem Video gesagt gehabt, ich muss mich noch entscheiden, ich muss mich noch entscheiden, in welche Richtung ich reingehe. Ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen und mein Vater hat einfach gesagt zu mir, wenn der Arzt, das, die Sache ist, ich bespreche gerne alles mit meinem Hausarzt, dadurch, dass mein Hausarzt mich seitdem auch behandelt. Und
der hat gesagt gehabt, besser gehen sie erstmal in die Tagesambulanz rein. Das heißt, dass sie 24 Stunden da sind für 2 Wochen. Und dann können sie und dann können sie auch noch wechseln. Kieler einmal Parkplatz. Ich weiß nicht, ob und wie ich das, also aushalten werde ich das. Ich kann mich frei bewegen, haben die gesagt. Das heißt, ich könnte so gesehen, wenn gerade nichts ansteht, in die Innenstadt reinfahren. Unser Krankenhaus, da wo ich rein muss, ist so groß, dass die auch Läden im Krankenhaus drin haben. Also haben wir einen Bäcker mit drin. Wir haben so ein, man sagt immer, oder man spricht auch eher in diesem Krankenhaus wie 5 oder sagen wir mal 10 Tankstellläden hintereinander, kannst du ungefähr sagen. Blumenladen gibt's da, es gibt eine Sparkasse im Krankenhaus drin, also tatsächlich, ist kein Scherz, ich weiß ja nicht, ob ihr das da kennt bei euch. Es ist eine Sparkasse im Krankenhaus drin, nicht mit einem Schalter oder sowas, nee, gleich mit 3 oder 4 Schalter, glaube ich, war das. Und es ist halt, wie gesagt, eine langgezogene Ladenstraße, kann man sagen. Sie heißt auch tatsächlich, wird auch beschildert als Ladenstraße. Es ist sehr lustig, finde ich, aber vielleicht kommt mich der eine oder andere da besuchen und ganz wahrscheinlich werde ich auch das tatsächlich so durchziehen, wie mir das der Hausarzt gesagt hat. Und zwar komplett für 4 Tage, machst du mal bitte ein Bild, Paddy, für 4 Tage. Für 4 Tage, für 2 Wochen da drin bleiben. Vielleicht werde ich auch so absprechen, dass ich für länger da drin bleibe. Ich weiß es nicht ganz genau. Naja, was muttert Mut? Und wenn es wirklich meine Magenschmerzen sich wegen der Psyche übergreifen, will ich das noch rechtzeitig, ja. Danke, wir können weiterfahren, Michele fahr vor, können wir rechtzeitig das dann noch sicherlich retten. Es ist kein schöner Anblick, würde ich sagen. Es ist auch kein trauriger Anblick. Hört sich natürlich dementsprechend ein bisschen... Kannst du mich dann nochmal überholen? Es hört sich jetzt natürlich ein bisschen, naja, an. Schon wieder ein YouTuber, der in die Psychiatrie rein muss. Diesbezüglich, weil der Harald Frenkel ja auch in einer drin ist. Ist er? Ja. Wer denn? Auch, was mit der Psyche. Es ist halt so, dass ich dann halt sage, man muss den Hintergrund wissen. Wer den Hintergrund wissen will, kann sich gerne mal ein Real-Life-Video ansehen. Warum ist Mega The Gaming so, wie er ist? Real-Life-Story. Mich würde es freuen, wenn ihr auch, wenn ihr irgendwas habt in eurer Kindheit oder worüber ihr sprechen wollt. Ich finde, die Leute, die das haben, können am besten darüber reden. Oder die in so einer Einrichtung arbeiten, Michele 90, ne? Ja. Die da drin oder in sowas arbeiten, die können am besten natürlich mit sowas auch umgehen. Und ja. Was soll ich großartig noch dazu sagen? Es ist halt einfach so, ich möchte mit euch darüber offen sprechen. Michele 50? Oder 60? 60. Ich möchte mit euch darüber offen sprechen, weil es für mich einfach. Was euch auch angeht in einer Art und Weise. Dadurch, dass ich für euch die Videos produziere, euch was in Content bringen möchte, habe ich einfach Angst, so gesehen auf gut Deutsch gesagt, dass ich euch als Zuschauer verliere. Nur man sagt auch immer, ein wahrer Zuschauer ist ein Zuschauer, der immer bei dir bleibt und sich nicht von deiner Seite weicht. Klar kann man das in einer Hinsicht, Michele, wo bist du? Klar kann man das in einer Hinsicht sehen, aber ich habe meine Kehle verloren. Ach, da vorne steht er. Ich bin wieder beim Jobcenter. Man kann das natürlich in einer Hinsicht sehen, aber es ist halt so, dass ich halt sagen würde, warum soll ich euch das verheimlichen? Ihr seid meine Zuschauer, wenn es interessiert, kann es mit einem Gefällt mir zeigen. Nicht in dem Fall interessiert oder freut sich darüber, dass ich da reingehe, sondern ich meine in dem Fall, dass er sagt, ja, ist halt so, wir bleiben trotzdem dir treu. Kannst mir mit einem Daumen hoch zeigen. Daumen runter sind
die Leute, die mich ganz dolle lieb haben. Und ja, was haben wir da großartig noch zu sagen? So ist es. Ja gut, aber auch die Leute, die Videos von unserem Patrick mit dem Daumen nach unten kommentieren, haben ihre Gründe. Es wäre dann eben ganz nett von euch nur, wenn ihr dann eventuell auch so viel Fairness weit lassen würdet, ganz einfach einen Kommentar hin ihm zu schreiben, warum ihr eben dies oder jenes Video nicht leiden könnt von ihm. Weil nur so kann er besser werden. Das ist... Wo bist du gerade, Daniel? Ich stehe zwischen etlichen russischen Bürgern. Bei Icarus? Nein, ich muss mich leider berichten, es sind griechische Bürger. Ja, ich meine, welche Stadt? Oder sollen wir jetzt weiterfahren nach Newcastle? Ihr könnt gerne weiterfahren. Ja gut. Michele, du fährst hinten am Arsch. Ja. Mach Heule an und dann... Patti, willst du vorfahren? Ja, kein Moment. Also im Prinzip bin ich gerade in Grimsby angekommen. Wir sind gerade in Manchester und fahren jetzt los weiter. Mach durch, mach durch. Links oder rechts? Links rum. Ich bin noch links gefahren. Der Stalker in dem Video verfolgt jetzt seine Leute. Mach dir keine Sorgen, er hat kein Messer bei sich. Okay, links fahren. Was ist mit denen los? Haha, warte, ich komm doch von links. Er kommt definitiv von links. Was ist das denn für ein Knollekopf, Alter? Da sieht man zum Beispiel, die Russen interessiert es nicht, wie sie fahren. Mach mal dein Fernlicht an, dann blendet das den richtig, Alter. Also wir sind sogar so lieb und reporten den nicht. Ja komm, der lässt uns jetzt da vorbei, also jetzt überholt er ihn. Kannst du überholen, dann überholt er. Michele, ich fahre an dir vorbei, ja? Warte. Ja. Was ein Bauer, Alter. Der denkt auch, wir machen Platz, ne? Ja. Aber da spielt er mit Deutschen. Das darf doch nicht sein, ey. Linksfahrgebot, ne? Ja. Ja. Gut. Immer wieder belustigend, wie hier manche Leute fahren. Ich sehe das jetzt auch nicht so schlimm. Wenn natürlich jetzt hier eine Fähre in der Nähe wäre. Dadurch, dass er bis nach Manchester eigentlich eine ganze Weile schon auf der linken Seite fahren hätte gemusst, habe ich mir natürlich gerade gefragt gehabt. Vielleicht hat er sich ja geportet. Man weiß es ja nicht. Ja. Wird aber mit dem Falschen reportet haben. Also ich hätte ihn natürlich jetzt eigentlich, ob ich ihn reportet hätte vielleicht, auf einer Autobahn sicherlich. Welche Spur? Auf der Autobahn sicherlich, weil auf der Autobahn ist es schon ein bisschen merkwürdig. Wenn ich nämlich mich verfahren habe oder falsch drauf gefahren bin, was ich mich manchmal frage, wie die das schaffen, mache ich Warnblinker an, fahre mit Fernlicht aufblendend und auf der linken Seitenstreifen oder versuche, weil, wenn ich natürlich mit Hänger unterwegs bin, wenn ich ohne Hänger unterwegs bin, dann geht es natürlich auf die Koje und Kille, du sollst hinten fahren, habe ich gesagt, nicht vor. Nee, ich muss auf Toilette, deswegen fahre ich kurz vor. Schon wieder? Ja. Soll ich kurz anhalten hier? Nee, fahr du mal weiter. Aber warum fährst du 110 da vorne? Ich
fahr 86. Alter, ich komme mit 110 noch nicht mal hinter dir. Paddy, fahr ruhig, Paddy, fahr ruhig. Michele hält schon an. Okay. Ja, er wird schon hinterherkommen. Der fährt jetzt eine ganze Meile vor. Der fährt 110 und... Ja, ich fahr 80. Dann wird er halt immer...